Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns. Und zwar haben wir diesmal eine wunderbare Idee gehabt. Und zwar, wir sind zwar öfters hier im Europapark, ja, aber es gibt tatsächlich noch Attraktionen, die wir noch nie gefahren sind. Willst du damit sagen, dass wir manche Attraktionen noch nie gefahren sind? Ich wollte damit sagen, dass wir manche Attraktionen noch nie gefahren sind. Das muss sich ändern. Genau, das muss sich ändern. Und deswegen werden wir heute das Video dazu nutzen, um euch mal zu zeigen, was wir noch nie gemacht haben. Und vielleicht entdecken wir das ein oder andere Geschäft, wo wir sagen, boah, das ist ja eigentlich total geil, warum haben wir das nicht früher kennengelernt? Wir haben uns auf jeden Fall eine Liste gemacht, aufgeschrieben, ich würde sagen, let's go. Unser erster Stop ist Flug des Icarus. Und zwar haben wir das auch noch nie gemacht. Es ist gerade nichts los und wir werden das jetzt auf jeden Fall mal austesten und mal gucken, wie das so ist. Der reine Wahnsinn, die Vivi hat hier ein richtiges Highlight ausgesucht, ja, oder? Ja, das ist richtig cool. Vor allem, das ist so schön wackelig, das wackelt, wenn man so drin sitzt und das ist so Entspannung. Das ist nett gemacht, ne? Also ja, das ist halt für Kinder bestimmt ganz schön. Aber jetzt will ich mal was fahren. Was willst du jetzt fahren? Autoscooter, bin ich noch nie gefahren im Europapark. Ich will nicht, wenn du fährst, weil ich habe da so schlechte Erinnerungen dran, nicht gut. Oh, dann fahre ich eine Runde. Bei der Arena auf Football und da drin ist ein Autoscooter und da geht's das hinein. That's a bet, right? Kevin, das sah irgendwie nicht spaßig aus. Nee, das wäre ein Autoscooter für dich, weil das ist echt easy. Also sehr familienfreundlich, wenn man es nett ausdrücken möchte. So, wir sind jetzt gerade im Märchenwald und werden jetzt das Röschenschloss ausprobieren, weil da oben waren wir auch noch nicht. Und das ist jetzt das Erste, was wir im Märchenbereich machen werden. Ich glaube, das Letzte, ich habe alles andere haben wir schon gemacht. Bist du da am Schlafen, Baby? Oh, ich bin echt zu müde. Ah, selbst der Kevin fängt ja an zu schnarchen und schläft. Pour t'écouler, un prince se présenta à nouveau pour venir à la rencontre de la belle au bois dormant. Lorsqu'il s'approcha de la haie des tombes, das war so süß. Er hat halt, ja, es ist der Dornröschen, da wird so ein bisschen Geschichte erzählt und es ist süß gemacht. Zum Gucken, ein paar Puppen sind da, die bewegen sich und schlafen. Ja, es ist süß gemacht. Für Kinder auf jeden Fall. Und in verschiedenen Sprachen. Deutsch, Englisch und Französisch. Ich will jetzt Action haben. Du hast mir Action versprochen. Oh ja, jetzt fahren wir mit irgendwas Actionmäßiges. Wir stehen bei Arthur. Bist du sicher, dass wir Arthur noch nie gefahren sind? Nein, warte. Da. Ach so, wir sollen in die Halle hinein. Ja, genau. Da haben wir schon einiges nicht, also da habe ich doch gar nichts gemacht. Ja, auf geht's. Ab in die Arthur-Halle. Wir haben Eingang vom Tommy Tower und von Mümels Karussell. Und da werden wir jetzt reingehen, mal gucken, was wir davon fahren dürfen. Thank you.
gehalten, ich habe Adrenalin und Action bekommen, ja, oder? Und zwar beim Poppy Tower und Mumus Karussell. Ich fand beides echt cool. Also schade, dass wir das früher nicht entdeckt haben, oder? Ich finde Mumus Karussell ist halt echt. Mumus Karussell. Mumus Karussell geht halt echt ab, oder? Ja, es ist echt cool. Also macht auch Spaß. Vor allem bis 140 Kilo, ein Wagen und genau. Voll gut. Willst du sagen, dass wir auf zwei Wagen saßen, weil wir über 140 Kilo zusammen wiegen? Ja, das wollte ich damit sagen. Ich bin einfach zu fett dafür. Ich habe schon gesagt, jeder noch 2-3 Kilo abnehmen und dann perfekt. Vivi? Ja? Willst du auch eine Runde fliegen mit mir? Nein, ich rede nicht vom Boletarium, ich meine fliegen. Fliegen, wie meinst du das? Ja, fliegen. Es gibt noch eine Attraktion im Park, die wir noch nicht gemacht haben. Fliegen, nicht das Boletarium. Oh. Was könnte das sein? Die Karussell, Wellenflieger. Ja, ab zum Wellenflieger. Juhu. Lass uns eine Runde fliegen gemeinsam. Hinter uns steht der Wellenflieger, eigentlich ein Klassiker in fast jedem Freizeitpark. Den haben wir noch nie gemacht im EP. Warum eigentlich nicht, Bibi? Weil wir immer vorbeigelaufen sind und gedacht haben, ja, irgendwann mal. Und dann waren ein paar Jahre später, ein paar Eintritte mehr später immer noch irgendwann mal. Und jetzt dachten wir so, jetzt müssen wir das auch mal machen, oder Kevin? Aber weißt du, wir haben das extra gemacht. Wir wussten, dass wir irgendwann so ein Video drehen. Da muss natürlich noch ein paar Attraktionen übrig bleiben. Nein, Spaß. War intensiv, also war schnell, also ich habe es mir irgendwie entspannter vorgestellt. Ich habe einen kleinen Drehwurm, ich bin ja eh nicht so derjenige, der es verträgt, aber jetzt habe ich ja mal endlich was Ruhiges aussuchen hier. Und zwar will ich gerne mal die Show sehen in Spanien. Ich habe die, glaube ich, mal vor 20 Jahren gesehen, das ist so eine Pferdeshow mit Reitern und Rittern und so. Ich habe keine Ahnung mehr, was da genau war, wie es ging, es ist halt einfach schon über 20 Jahre her. Und jetzt werde ich mir das mal gemeinsam mit dem lieben Kevin angucken und wir werden berichten, wie diese Show eigentlich ist. Ich bin jetzt hier vor der Arena, ich habe die Show echt noch nie gesehen. Das ist so die Show, die mir noch fehlt im Park. Auch wenn jetzt eine Eisshow noch neu ist, aber in der Eisshow war ich schon mal drin. Ja, aber du bist bestimmt voll aufgeregt, oder? Tierisch, ich habe da mal was gesehen. Tierisch im passenden Sinne. Ich habe da mal was gesehen auf YouTube und ich glaube, es ist auch ein bisschen lustig dabei. Ja? Ich glaube schon. Ja, in der Arena dürfen wir euch von der Show leider nichts zeigen, aber wir werden berichten, Bibi, oder? Definitiv, wir werden schon noch unsere Meinung sagen. Oh je. Aber es ist voll, ne? Dauert noch. Eine halbe Stunde vorher ist Einlass. Aber wir haben jetzt noch 25 Minuten. In der du musst so früher kommen. Ja. Ich hab gesagt, hier ist ohne Ende Platz drin. Ja, aber. Nicht zu verlassen. Tragen Sie Ihre Maske in allen Indoor-Attraktionen und Geschäften und waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände so oft wie möglich. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich möchte Sie bitten, so lange sitzen zu bleiben, bis das Einlasspersonal Ihnen das Zeichen zum Verlassen der Arena gibt. Wir sind noch einmal für Sie da um 14:30 Uhr, 17:30 Uhr. Haben Sie noch einen wundervollen Tag im Europapark. Und vor allem, bleiben Sie gesund! Dankeschön. Gerade aus der Arena hinaus, meine Güte, was war das für eine Show? Ja, ich weiß ehrlich auch nicht mehr, was für eine Show war. Es war ein bisschen chaotisch, es ging drunter und drüber, es waren Pferde da, es waren Stimmen vom Band
und es war teilweise zwei oder drei haben wirklich gesprochen mit Mikros, die anderen Stimmen kamen vom Band. Es war, also ich weiß es eigentlich gar nicht. Für uns war es jetzt nichts, aber ich glaube, die Leute waren relativ begeistert. Also genau, also die, in der Arena war auf jeden Fall eine gute Stimmung und hat die Show jetzt nicht so gut gefallen, aber bei den meisten Parkgästen ist die Show sehr gut angekommen. Man muss auch noch mal sagen, dass die Einlasssituation am Anfang sehr gut war. Die Auslasssituation ist halt einfach verbesserungswürdig, weil wenn alle Leute gleichzeitig das Theater verlassen oder die Arena verlassen, ist halt ein bisschen schwierig. Aber im Großen und Ganzen ist die Show, man kann sie sich mal anschauen, es ist ja, ein Witz dabei, zwei, oder? Wenn ihr jetzt zwei, drei Jahre mal wartet und die Show nicht mal guckt, ist auch okay. Ja, es sind manchmal so ein paar Witze dabei, ja, keine Ahnung, also... Ja. Du wolltest was Ruhiges machen. Ja, es war ja auch okay. Also es war jetzt nicht total streng. Ich habe deutlich schlimmere Shows schon gesehen. Es war eine neutrale Show. Also ich glaube, ich suche jetzt die nächste ruhige Fahrt aus, weil ich habe da noch was im Auge, was wir noch nicht gemacht haben. Ja, dann führe mich mal dahin. Und das ist genau mein Geschmack. Lungengießen. Super. Das ist eine Entspannung, Vivi. Totale Entspannung. Du sollst aufs Wasser schießen. Ach so, aufs Wasser. Schieß aufs Wasser. Und hast du es geschafft? Ja, ich hab das Wasser getroffen. Hat ihr bei der Schule gerade mehr am Start als jetzt? Keine Ahnung. Vivi, das war doch pure Entspannung gerade, ja, oder? Ja, es war total super. Es war wirklich entspannt. Der Abstand wurde zwar so gar nicht eingehalten, man saß wirklich eng nebeneinander. Das Nassmachen ist halt dann lustig, wenn halt von dem anderen Bootding, dessen Namen ich hier vergessen habe, wie heißt das, Kevin, das auf der anderen Seite? Ah, die Floßfahrt, die da hinten ist. Dankeschön. Wenn man da Leute trifft und die dann nass macht, dann ist das lustig. Aber ansonsten macht das halt nicht so viel Sinn, wenn man keine Ziele hat, worauf man schießen kann, oder? Ja, das Wasser ist zwar auch ein tolles Ziel, aber es macht nicht so, ist nicht so lustig. Aber wir wären entspannt. Wenn man was ruhig angehen möchte, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich würde sagen, abgehakt, wir haben es mal gemacht und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, genau. Hallo 100 Bar. Ladies and Gentlemen, dear visitors, today the park will be open until 7. Du bist hier endlich. Ja, wir wurden gerade getrennt von dem da. Okay, jetzt was machen wir als nächstes, Kevin? Ich glaube, eine Sache haben wir noch und dafür müssen wir nach England. Ah, ich sehe schon die Paddington Station. Richtig. Ja, wir müssen eigentlich nur hier runtergehen. Ja. Wir sind in England angekommen und wir sind mit diesem crazy Bus hier auch nicht gefahren, oder? Wie heißt das? London Bus. Das wollen wir jetzt direkt mal nach. Auf jeden Fall. Steigen wir mal ein, mal schauen, wohin uns der Bus bringt. Vielleicht nach Schweden. Fährst du uns heute? Was ist denn da passiert? Ist das Gaffer? Ja. Wie fährst du? Du sagst du gerade ausfahren. Ist die Figur und Mutter eigentlich lustiger, oder? Nein. Achso, aber ich. Du hast deinen Führerschein gemacht. In der Hoch- und Runterfahrt. Wie gut, dass ich die nicht versucht habe. Ja, das stimmt, du hast gar keine Fahrt. Ja,
deswegen. Sonst kommt ja sowas bei raus. Runterfahren, oder? Genau. Ui. Vivi hat uns wieder gut runtergebracht und ja, ist halt ein nettes Fahrgeschäft. Ja, für Kinder ist es auf jeden Fall was. Kids war auf jeden Fall schon nett gewesen, ne? Ja. Aber Theming ist süß gemacht. Ich finde das Theming, genau, das Theming, so passend auch die Crazy Pixel hinten. Die so ineinander fahren, die habe ich, bin ich da schon gefahren, deswegen kommen die in dem Video nicht vor. Also der Themenbereich hier in England ist ganz schön, auch wenn er ein bisschen klein geraten ist. Ja, könnte ruhig mehr sein. Also auch mit dem Paddington finde ich auch eine mega geile Sache. Das war unser Tag hier im Europapark. Mit Attraktionen, die wir noch nie gefahren sind. Genau. Meine Güte, was war dein Highlight, Bibi? Mein Highlight war tatsächlich die Arthur-Halle, weil ich finde beide Sachen echt cool. Da sind wir derselben Meinung. Ich finde auch dieses Hüpf-Ding, was so ein bisschen ist wie der Karussell. Ja, das hat mich echt positiv überrascht, auch wie es optisch aussah. Ja, das, die Thematisierung ist echt cool gewesen. Und den Poppy Tower fand ich auch echt gut, hat Spaß gemacht. Diese Mohnblumen, die da riesig gewachsen sind. Also man war wirklich sehr klein als Theming halt. Was war dein Flop? Flop, ja, die Show. Ja, okay, Flop war so ein bisschen das Schiff. Das Schiff, ja, das Schiff war ein bisschen Flop, weil wir hatten halt echt Körperkontakt zu denen. Aber sehr wahrscheinlich ist es nur ein Ausnahmefall. Von der reinen Attraktion her. Ist es bei mir der Autoscooter? Da habe ich mir mehr erwartet. Ja, der sah auch von außen nicht so geschmeidig aus. Ein bisschen langsam. Ne? Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, Attraktionen im Europapark zu fahren, die man sonst eigentlich mal links liegen lässt. Welche seid ihr denn noch nicht gefahren? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wird uns auf jeden Fall mal interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf YouTube wieder. Bis dann, Henne. Tschüss.